Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Gesche, Ökologin und Künstlerin. Ich helfe dir, die Wildpflanze vor deiner Haustür mit Skizzenbuch und Aquarell zu entdecken, damit du zu mehr Malfreude und überhaupt Zauber in deinem Leben kommst. Heute geht es um den malenden Naturforscherinnenpfad und zwar dort um Schritt 2. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es auf dem Weg zu diesem Traum vom Blumenmalen verschiedene Schritte und Stationen gibt, die alle ihre eigenen Herausforderungen haben und auch bestimmte Hilfestellungen brauchen. Und dass der erste Schritt die Träumerin ist, also davon träumen, überhaupt anzufangen und sich das einzugestehen und dann diesen ersten Schritt zu wagen, es zu versuchen. Und da sind wir nämlich schon bei Schritt 2, worüber wir heute sprechen, es wagen, die Wagemutigen. Habe ich das getauft? Die, die tatsächlich ins kalte Wasser springen, obwohl sie nicht vorher wissen, ob sie das können, das Malen, es ausprobieren. Und ich muss das immer mal wieder betonen, das ist total die dolle Leistung, wenn ihr eure Farben ausprobiert, weil viele das nicht tun. Ich habe ein paar Frauen schon in meinem Leben getroffen, die bestimmt schon 3 Aquarellkästen gekauft oder geschenkt bekommen haben und sie dann weiter geschenkt haben, weil sie ihn nicht benutzt haben, sich nicht selber zugetraut haben, es zu machen und dann praktisch mit dem 3. Aquarellkasten zu mir gekommen sind und mit dem Malen tatsächlich und dem Blumenmalen angefangen haben. Das heißt, es ist ein riesiger Schritt, tatsächlich anzufangen. Und ich gucke einmal kurz meine Unterlagen, die ich hier habe, damit ich auch nichts verpasse. Vergesse, was ich euch erzählen wollte. Der größte Stolperstein an dieser Stelle, den ich sehe, für Leute ist tatsächlich, dass sie denken, dass sie dann feststellen, oh mein Gott, das klappt alles nicht. Meine Bilder sind hässlich, die Sachen, die ich male, sind nie so gut wie in den Tutorials und immer sind da überall irgendwelche Wasserflecken und ich weiß nicht warum. Und ich habe es gewusst, ich habe kein Talent. Ich hatte schon immer diesen Verdacht und ich habe es dir ja auch gesagt, Gesche, und jetzt hat es sich wieder bewiesen, ich habe gar kein Talent, ist ja alles total hässlich. Und das ist gleich der erste Punkt, über den wir heute sprechen, nämlich warum Talent total überschätzt ist. Und das kann ich gleich auch nochmal verraten. Im Anschluss drehe ich auch nochmal die Kamera und zeige euch die eine Sache, die deine Technik auf jeden Fall verbessert. Also diesen einen Tipp, das habe ich auch erst über Jahre des Kursegebens festgestellt, das ist der eine Tipp, das völlig unterschätzte Malwerkzeug, um bei Anfängern tatsächlich einen Haufen Frust zu reduzieren und einen Sprung zu machen. So, aber jetzt bist du da und denkst, wusste ich doch, ich habe kein Talent. Ist hässlich. Ist doof. Und dazu muss ich diesen blöden Spruch sagen, nämlich, es ist noch kein Meister von Himmel gefallen. Man muss halt üben. Und das stimmt leider. Wir sind nicht, die wenigsten sind mit gottgegebenem magischem Talent geboren. Auch ich nicht. Manche Leute denken das tatsächlich, das stimmt aber nicht. Und Talent, finde ich persönlich, ist total überschätzt. Also, und mit Talent meine ich wirklich dieses, man konnte das dann halt. Magisch. Man war halt schon immer da super gut drin. Das gibt Leute, denen geht das so, aber wenn nur Leute das machen würden, die kreative Dinge tun würden, die das schon mit 8 irgendwie ganz super toll konnten, dann sähe die Welt wirklich viel, viel trauriger aus und es gäbe so wenig, viel weniger Kreativität und schöne Dinge bei uns im Leben. Das, was mich nämlich unterschieden hat, das ist das, was ich immer sage. Ich konnte mit 10 nicht besser irgendwelche Dinge malen als andere 10-Jährige. Was mich unterschieden hat von anderen 10-Jährigen ist, dass ich super gerne gemalt habe, dass ich gerne Zeit mit Malen verbracht habe und dass, wenn ich die Wahl gehabt hätte, das einfach mein allerliebstes Hobby war. Praktisch das und meinen Gartenteich naturnah gestalten, das waren meine 2 Hobbys. Ich hatte damals schon ein sehr geschärftes Profil, im Prinzip das, was ich heute auch schon habe. Also Hühner beobachten, Gartenteich einrichten mit der Erlaubnis meiner Mutter und malen. Mehr brauchte ich praktisch nicht mit 10. Zwischendurch noch den Hund streicheln. Das hat sich wirklich nicht viel getan. Auf jeden Fall, also ich habe leider kein Bild aus der Zeit hier, aber was ich euch versichern kann ist, ich konnte nicht super gut magisch doll malen. Was ich konnte, ist halt gerne malen. Und das ist nämlich der Knackpunkt, dass es nicht darum geht,
von vornherein gut zu sein, weil dann können wir alle einfach bei den meisten 99% der Dinge einfach aufgeben, wenn wir nur Sachen machen, wo wir von vornherein automatisch gut drin sind. Es geht darum, dass wir Spaß daran haben, es zu tun, weil nämlich nur, wenn wir Spaß daran haben, es zu tun, zum Beispiel, also nur Spaß daran haben zu malen, haben wir eine Chance, unsere Technik zu verbessern, haben wir eine Chance, schönere Bilder zu malen, wenn uns danach ist, haben wir eine Chance, irgendwie Fortschritte zu machen. Das geht nur, wenn du es machst. Und machen, die Wahrscheinlichkeit, dass du malst, ist viel größer, wenn du Spaß daran hast, wenn du Freude daran hast und nicht einfach, weil du dich fertig machst, weil deine Bilder nicht einfach von selbst und automatisch total toll aussehen. Ich habe hier ein Beispiel, was wie Fortschritt aussehen kann. Das ist überhaupt gar kein scheußliches Bild, darum geht es hier nicht. Das ist von 2013. Von 2013, da habe ich mal ein Silberblatt gemalt. 2013 ist jetzt 7 Jahre her. Ihr seht also, da habe ich auch schon, Moment, vor 7 Jahren, das kann ich nicht im Kopf rechnen, war ich Mitte 20 und habe also auch schon 15 Jahre Aquarell gemalt, konnte sicherlich toll kleine Comicfiguren und so illustrieren, aber ich hatte jetzt nicht ein automatisch gottgegebenes Talent für botanische Aquarelle. Ich hatte schon ein Interesse an Wildblumen, zum Beispiel hier das Silberblatt, aber das Aquarell ist jetzt nicht technisch besonders fein. Das ist noch nicht mal ein hässliches Aquarell. Ich habe dann so Kleckse drauf gemacht, damit es lustig, locker, flockig und absichtlich unordentlich aussieht. Aber ihr könnt mir zumindest vorstellen, zugestehen, dass es jetzt nicht technisch besonders ausgefeilt ist. Jetzt, wenn wir uns zum Beispiel die Blätter anschauen oder so. Nicht hässlich, einfach nur nicht technisch besonders ausgefeilt. 2013. Das ist 2016. Dasselbe Motiv, ein Silberblatt. Und auch hier würde ich sagen, inzwischen habe ich schon riesige Fortschritte gemacht. Dieses habe ich zwar auch extra, ich habe hier extra das Motiv einfach gehalten, weil ich das für meinen Online-Kurs gefilmt habe. Aber ihr seht schon, da ist was passiert, würde ich sagen. Zwischen diesem Silberblatt und diesem Silberblatt ist was passiert. Und ich habe jetzt leider kein aktuelles Silberblatt, aber nur so zum Dagegenhalten. Zwischen 2016 und 2020 ist auch nochmal was passiert, was jetzt so der Detailgrad angeht. An Blüten und so. Mein Licht blendet, das ist total schwierig. Ich kann gar nicht sehen, was ihr seht, aber es wird schon irgendwie hinhauen. Also ihr seht, was ich meine. Es ist so ein großer Sprung passiert. Es ist nicht so, dass ich aufgewacht bin und ich konnte einfach schon so malen. Und das macht doch nichts, wenn es dir nicht so geht. Der große Unterschied war, ich hatte Spaß dabei. Es war wirklich... auch in Jahren, da waren Jahre dazwischen, bei 2013 bis 2020 oder auch zumindest auch bis 2016, 17 so, wo es mir sehr schlecht ging, gesundheitlich sehr schlecht ging, psychisch so sehr gestresst war, mehr Panikattacken hatte als Nicht-Panikattacken dafür eine Zeit. Aber was für diesen Sprung da gesorgt hat, ist, dass ich wirklich gerne rausgegangen bin und mir Blumen angeschaut habe und dann Lust hatte, sie zu malen und dann hatte ich Freude dran, sie zu malen. Und nicht, weil ich irgendwie magisch Talent hatte. Das ist also der erste Punkt, den ich klar machen möchte. Wenn du also anfängst, es auszuprobieren und du irgendwie findest, meine Blätter sehen ja überhaupt nicht naturalistisch aus und überhaupt nicht wie bei Edith Holden oder da Frau Merian oder so. Dann keine Sorge, sahen sie bei mir vor ein paar Jahren auch nicht aus. Und das Schöne ist ja, zurück zu dem Spruch, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wo kommen Meisterinnen her? Die werden von anderen Meistern oder Meisterinnen gemacht. Und nicht, dass ich mich als Meisterin bezeichnen möchte. Das ist jetzt nicht der Sinn dieser Allegorie. Aber was ich sagen möchte ist, dein Weg kann kürzer sein als jetzt meiner von 2013 zu heute, zu 2020, weil ich dir ein paar Abkürzungen zeige. Und weil ich dir sage, guck, schau, darauf musst du achten. Wenn du möchtest oder andere Leute können dir natürlich auch weiterhelfen. Ich bin ja kein Monopol. Du suchst dir die Lehrerin, die für dich am besten funktioniert. Das ist so. Also, oder noch besser, du holst dir einfach Tipps von allen, von so vielen wie möglich. Aber auf jeden Fall ist das praktisch das Erste, was du dir überlegen musst. Es
wenn du jetzt all deine Bilder hässlich findest. Erstens, die meisten, wenn du die hier teilst in der Gruppe, werden dir sagen, ist gar nicht hässlich, sehe gar nicht dein Problem. Was hast du denn? Ist doch voll geil, wenn ich so malen könnte. Das wird sicherlich passieren. Und das andere ist tatsächlich, macht ja nichts, kann man ja lernen. Hauptsache, du hast Spaß dran und dann kann man das lernen. Ist wirklich gar kein Problem. Das ist das Erste, was ich dir euch praktisch mitgeben möchte. Du brauchst kein Talent. Du brauchst nur die Zuversicht und Spaß beim Malen, dass es halt schon wird. Also Mut anzufangen und dann Zuversicht einfach mal weiterzumachen. Wird schon, passt schon. Und wenn du Spaß beim Malen hast, das ist natürlich auch so eine Sache, die sage ich immer und immer wieder. Wenn du Spaß beim Malen hattest, also wenn du total schönen Spaziergang hattest, dann hast du ein total tolles volles Land entdeckt. Dann hast du ein Foto gemacht und dann hast du nach dem Foto das zum Beispiel gemalt. Wenn du zum Beispiel jetzt nicht das Silberblatt hast, du ja vielleicht auch im Garten, aber wir wollen ja nicht immer alle Wildpflanzen ausreißen, also haben wir das vielleicht nach einem Foto gemalt. Und dann hattest du praktisch 3 Stunden, die total toll waren. Und am Ende gefällt dir das Bild nicht so gut, dass du es aufhängen möchtest. Dann sind ja die 3 Stunden nicht umsonst gewesen. Die Freude ist ja trotzdem da geblieben und man sollte wirklich nicht die Zeit, den Prozess, den man mit Malen verbringt, entwerten dadurch, dass man am Ende super kritisch mit dem Endergebnis umgeht. Da werde ich sicherlich auch in den nächsten Schritten noch mal öfter drüber sprechen, darüber, dass man sehr schnell in so einer Selbstkritik Perfektionismus-Spirale kommen kann, gerade bei botanischer Malerei. Das ist natürlich so ein, dadurch, dass es so, da trifft sich halt Kunst, Kreativität und Kunsthandwerk und da kann man sehr gut sich in so eine perfektionistische Spirale reinarbeiten, weil man ja Ansprüche hat, häufig daran, wie es aussehen soll und was praktisch richtig ist und was falsch ist. Aber darum, das werden wir öfter, da werde ich noch die Tage öfter drüber sprechen, aber die Zeit, die du beim Malen Spaß hattest und draußen in der Natur einen schönen Moment hattest, die ist ja nicht verloren, das ist nicht umsonst, das ist nicht negiert dadurch, dass du dein Bild nicht magst. Zumal, wie gesagt, das im Zweifelsfall gar nicht so furchtbar ist, wie du denkst. Als ich dieses Bild gemalt habe, das Silberblatt-Papier-Dings, fand ich das sicherlich ganz, ganz scheußlich und habe es in irgendeine Schublade gepackt, wo nicht so gut drauf steht. Und jetzt blicke ich da mit einem viel milderen Blick drauf, inzwischen auf dieses Aquarell. So. Und der nächste Punkt, den ich besprechen müsste. Ach so, ich schiebe einmal kurz Fragen ein. Ich sehe nämlich da so Kommentare. Ja, es ist möglich, die Live-Videos später nochmal anzuschauen. Die sind hier in der Gruppe. Und dann packe ich auch nochmal auf meinem Blog, das verlinke ich auch nochmal hier die Tage, auf meinem Blog packe ich die auch noch einmal auf gieschesanden.com/blog, packe ich die auch noch einmal diese einzelnen Schritte und die passenden Videos dazu, weil hier ja auch manchmal das Internet ausfällt. Und damit wir das vermeiden und ihr auf jeden Fall einmal ein Video flüssig anschauen kann, packe ich, also die Videos gibt Aufzeichnungen. Keine Sorge, wenn du jetzt nicht kannst. Ja, also, danke fürs Fragen, Anne. Gut. Ich muss mal ganz kurz was testen. Gut, ich musste nur eben testen. Ich habe auf meinem Computer hier das Video auch laufen. Musste nur testen, dass ich Ton habe, dass es also nicht alle keinen Ton haben. Das wäre ärgerlich. Gut. So. Also, das haben wir festgehalten. Du brauchst kein Talent. Du brauchst nur die Zuversicht und Freude weiterzumachen und einfach die Freude am Malen. Und dann wird es schon. Glaub mir. Und der zweite Schritt. Was ich sagen würde, ist dieses, okay, was ist denn das, was du jetzt brauchst? Weil eine Situation, in die man dann kommt, wenn man anfängt mit was Neuem, ist, dass man sich so von Tutorial zu Tutorial hangelt, was völlig natürlich ist, dass man einfach schaut, okay, wie male ich das oder ich weiß nicht, was ich malen möchte, schauen wir mal das an. Ich biete ja auch gratis Tutorials an, um genau dieses Bedürfnis zu befriedigen. Okay, dann male ich dieses Schneeglöckchen hier und dann male ich von dem anders noch ein Tutorial, wie ich die Rose male und dann male ich das noch Tutorial nach und du malst so von Tutorial zu Tutorial, hangelst dich da so lang und manchmal klappt es ganz gut, manchmal klappt es nicht, manchmal magst du dein Bild danach, manchmal magst du dein Bild danach nicht, aber du siehst irgendwie keinen Fortschritt, kommst irgendwie nicht los davon, einfach immer nur zu gucken, was für ein Tutorial gibt es, was kann ich malen, statt tatsächlich da reinzukommen, dass du deine eigenen Bilder malst oder tatsächlich auch eigene Motive umsetzen kannst.
Und vor allen Dingen, wenn du Tutorials so Schritt für Schritt nacharbeitest, aber da kein System dahinter ist, dann lernst du halt auch nicht, wie du mit Aquarellfarben malen kannst. Und das würde ich sagen, das ist der nächste wichtige Schritt tatsächlich, dass du nicht einfach so nachmalst, ohne dass du verstehst, was dahinter ist, sondern dass du verstehst, wie man botanische Aquarelle aufbaut, was so die einzelnen Arbeitsschritte sind. Wenn du die kennst, kannst du dich da natürlich auch trennen. Das ist wie bei allen so. Wenn man praktisch die Grundlagen kann, dann kann man sagen, ich pfeife auf die Grundlagen, ich mache mein eigenes Ding. Aber zumindest musst du einmal wissen, wie du es machen könntest, wenn es praktisch ordentlich ohne Wasserflecken aussehen soll. Also du brauchst irgendwie ein, musst lernen, wie das System funktioniert, wie man die mit Aquarell umgeht, wie man mit Lasuren übereinander arbeitet, wie du nasse nass Farbe ineinander laufen kannst und noch viel wichtiger, nicht nur wie auch diese Techniken sind, sondern auch wie und warum du die wo anwendest. Das finde ich immer ganz wichtig, dass du nicht nur sag, dass du halt nicht nur so irgendwelche Technikübungen machst und dann sagst, okay, jetzt weiß ich, wie ich Farbe ineinander laufen lassen oder ich weiß, wie ich Farbe abhebe. Aber was bedeutet das denn bei einem botanischen Aquarell? Wo wende ich das an und warum wende ich das an? Und wie gesagt, wie kombiniere ich die dann, damit da ein Aquarell draus wird? Und wie kannst du das nehmen und für deine eigenen Motive anwenden? Am Anfang von meinen Workshops sage ich immer gerne, bei meinen Grundlagenworkshops sage ich immer gerne, mir ist es lieber, ihr malt hier ein Bild, was hässlich ist in Anführungszeichen, nehmt aber etwas mit, was ihr für euch zu Hause mitnehmen könnt und wieder umsetzen könnt. Anstatt dass ihr praktisch mit mir in einem Workshop ein perfektes Aquarell von vorne bis hinten Schritt für Schritt durchmalt und dann könnt ihr aber nur dieses eine Motiv malen und ich habe euch nicht langfristig geholfen. Ich möchte mal gern, dass ihr rausgeht und das Wissen halt auch anwendbar ist und übertragbar ist. So. Und wenn du denkst, oh ja, genau, das ist das, was mir fehlt. Ich kann zwar irgendwie nachmalen, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich selbst jetzt ein Bild aufbauen würde, wie ich ein neues Motiv selbst aufbauen würde. Dann habe ich zwei Sachen für dich. Das erste ist natürlich mein Kurs. Und das zweite, da sage ich gleich noch was zu, das zweite ist zum Reinschnuppern mein Freebie-PDF Mondkapsel. Ich packe schon einmal den Link dazu. Viele haben das schon gemacht, aber wenn du jetzt neu dabei bist oder Anfängerin bist und sagst, ich habe das bisher nie gemacht, weil die Mondkapsel interessiert mich nicht als Motiv, dann würde ich dir trotzdem raten, das einmal anzuschauen, weil es ist absichtlich diese Mondkapsel, weil so eine Mondsamenkapsel nämlich ein recht einfaches Motiv ist, weil es einfach eine Kugel ist mit einer Krone obendrauf. Nicht so komplex, nicht so bunt. Das heißt, wir können uns auf die Technik konzentrieren und nicht von den Farben ablenken lassen. Also, wenn du da jetzt denkst, okay, wie funktioniert das? Was meint Gesche mit dem System und den Schritten und wie ich das anwende? Dann schau dir dieses Mondkapsel-PDF an. Da zeige ich das tatsächlich nochmal, wie ich Schritt für Schritt botanische Aquarelle aufbaue, was so wirklich so die Prozesse sind. Und die sind eigentlich für all meine botanischen Aquarelle, die diesen Illustrationsordentlichkeitsanspruch haben, ist das gleich. Da kannst du also reinschnuppern. Das kannst du dir kostenlos herunterladen. Auf dem Link, den ich gerade noch in die Kommentare gepackt habe, und nachher packe ich ihn auch in die Beschreibung vom Video. Und wenn du sagst, nee, ich möchte tiefer einsteigen, ich möchte gleich durchstarten, ich möchte gleich alle Techniken wissen und ich hätte da gerne auch noch ein Video dazu, dann würde ich sagen, mach meinen Technikkurs. Das ist für 27 Euro kriegt man da wirklich sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel. Das ist ein Grundlagenkurs, wo ich dir die wichtigsten Aquarelltechniken zeige und dann gleich zeige, wie du die anwenden kannst. An botanischen Beispielen. Das heißt, wir malen ein paar Blätter miteinander, wir malen Blüten miteinander. Und dann gibt es noch ein Märzpfeilchen-Tutorial extra, sodass du dem Motiv Märzpfeilchen, die ja jetzt auch gerade rauskommen, passend im März, wirklich noch einmal durchüben kannst. Wie geht das? Vom Mischen, passenden Farbton mischen, erster Farbauftrag, Tiefe aufbauen, Details aufbauen. Das exerpiere ich wirklich einmal noch mal durch und welche Techniken ich dabei verwende, damit du dann nämlich dieses Wissen nehmen kannst und sagen kannst, okay, hier habe ich ein neues Motiv. Wie mache ich denn das? Ach so, ja, Gesche hat gesagt, ich fange damit an. Dann mache ich erstmal diesen ersten Schritt und probiere es aus. Wirklich so ein System, alles und alles an einem Ort haben. Das sind so die zwei Dinge, die ich dann empfehlen würde, wenn du sagst, ja, okay, ich hangel mich so von Tutorial zu Tutorial, bin manchmal zwischendurch echt unzufrieden und weiß nicht, wie ich weiterkomme.
dann sind das die zwei Dinge, wo ich dich hinschicken würde. Einmal zum Reinschnuppern den Freebie oder sonst für 27 Euro den Technikkurs, die essentiellen Aquarelltechniken für botanische Aquarelle, direkt zugeschnitten mit Beispielen aus der botanischen Malerei. So, jetzt aber ans Praktische, nämlich wie versprochen, der eine Tipp, der deine Aquarelle, wenn du Anfängerin bist, sofort besser macht, die eine Sache, die du praktisch verstanden haben musst. Das war mir am Anfang auch nicht klar. Das musste ich wirklich erst lernen, indem ich ein paar Grundlagenworkshops gebe und das immer wieder hochkam und ich sagte, ach, schau an, das ist das, was ich erzählen muss. Das war nämlich bei mir schon so automatisiert, weil ich ja, wie gesagt, schon seit 24 Jahren oder so Aquarell male, also seit ich 10 bin. Warum ist das so ungefähr? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich 34 bin oder 33, aber in dem Dreh, ihr wisst, was ich meine. Was sind schon Zahlen? Also, seit ich 10 bin, habe ich einen Aquarellkasten, seitdem male ich Aquarell. Dann war das bei mir schon so automatisiert, dass ich erst andere Anfänger brauchte, um mich darauf aufmerksam zu machen. Ach nein, das ist tatsächlich der Kruxpunkt, das, was man lernen muss. Es ist wirklich ein ganz unterschätztes Werkzeug auch. Und zwar ganz, ganz sexy. Ein Lappen. Das geht natürlich auch als Zewa, als Küchenrollentuch oder als, ich habe gerade nur so ein klein, das geht natürlich auch als fusselfreies Baumwolltuch, am besten in weiß und nicht so wie ich in grün, aber also alles, was du auch zum, jedes Unterhemd oder T-Shirt, was du zum Schuhputzen nehmen würdest, wenn es alt ist und Löcher hast, kannst du auch zum Mallappen machen. Der wirklich, der unglaublich sexy, unterschätzte Mallappen. Ich drehe die Kamera um und demonstriere dir dann gleich, was ich meine mit dem einen Trick, den du können musst. So, schauen wir doch mal, ob wir die Kamera umgedreht bekommen. Dummdi dumm. Es wackelt jetzt etwas, aber wir kriegen das hin. Kamerakabel vielleicht noch mal aus dem Weg. Ne? Ja, jetzt müsste schon schärfer gehen. Ne? Ach Gott, stell scharf, du Socke. Moment, packen wir das mal dahin. Das sollte doch gehen. Wunderbar. So, ich nehme einen Schluck Tee noch. Schiebe hier noch mal mein Ding zur Seite. Und wie gesagt, wenn die Sachen zwischendurch unterbrochen sind, tut es mir leid. Das wird nachher besser in der Aufzeichnung bzw. auf dem im Video auf meinem Blog. Das ist nachher besser so. Ich bräuchte den Zettel im Bild haben und nehme ich noch was anderes Wichtiges, mein Wasserglas. Wir haben nämlich immer am Anfang häufig seltsame Flecken. Da hätte ich oft in den Bildern, da hätte ich mal was vorbereiten sollen. Hier zum Beispiel. Wunderbar. Auch ein Bild, glaube ich, von 2013. Wir versuchen irgendwie ein Blatt zu malen, wir versuchen die Blattadern frei zu lassen, wir versuchen Farbe aufeinander zu schichten, alles was Gesche uns hier so immer so erzählt. Und dann sind da solche Flecken, die irgendwie komisch ausschauen. Und der Rand ist immer dunkler, ne? Von meinen Farbflächen ist, haben wir immer so einen dunklen Rand und innen drin ist es hell und dann haben wir wieder so einen dunklen Rand. Ihr versteht, denke ich, was ich meine, oder? Ihr kennt das doch sicherlich auch. Dass die Farbe trocknet und man hat dann hier so einen harten, dunklen Rand und innen drin ist es heller. Das ist etwas, was passiert, wenn man sucht, das sollte ich meinen Aquarellkasten auch mal herholen, mein Haar aus der Farbe nehmen. So. Das passiert häufig,
wenn man anfängt zu malen. Und ich nehme jetzt mal eine schön knallige Farbe hier, mein Fatallo-Grün. Ich nehme mein Grün hier aus dem Kasten. Male hier meine Form. Reicht die Farbe nicht mehr. Gehe ins Wasser, nehme noch mehr Grün aus dem Kasten. Und habe jetzt, ihr könnt das vielleicht sehen, eine viel flüssigere Farbe, also es tropft schon hier so runter. Vielleicht kann man es auch nicht sehen, aber schau, es tropft. Da, also. Und dann gehe ich mit dieser flüssigen Farbe, mit der ich hier gerade durch die Gegend tropfe, hier so rein. Das hat noch nicht mal gut genug geklappt. Hier, ich wasche meinen Pinsel aus und will irgendwie die Farbe verstreichen. Und was passiert ist, tja, es ist gar nicht so einfach, absichtlich verkehrt zu machen. Moment, ich zoome mal kurz rein. Was passiert ist, dass mein Wasser hier so reinläuft und halt hier so eine Trocknungskante macht. Weil mein zweiter Pinselschub, hier hatte ich wieder irgendwie sehr recht trocken. Ich fange super trocken an. Und dann habe ich einen nassen Pinsel und möchte hier irgendwie Farbe verwischen, verstreichen oder so. Und dann läuft die viele Farbe, möchte die im Prinzip in flüssiger Farbe, möchten sich die Pigmente immer gleichmäßig verteilen. Und was hier passiert ist praktisch, dass der Feuchtigkeit so in die Farbe drängt. Und dann so die Pigmente verschiebt. Und dann entstehen, werden dann gleich hier so Kohlkopf-Trocknungskanten entstehen. Ja, ich versuche das noch mal ein paar Mal zu rekonstruieren. Also ich habe hier relativ trockene Farbe. Ist gar nicht trocken genug eigentlich. Trockene Farbe. Und mache vielleicht auch was Zweifarbiges mit Orange. Möchte an den Orange ran. Und dann läuft die da so rein. Und es entstehen gleich so Trocknungskannen. Hier kann man schon gucken, wie die sehen, wie das langsam entsteht. Ich habe das so antrainiert, dass das nicht passiert, dass es manchmal echt schwierig ist, das zu erzeugen. Das sind jetzt also alles Beispiele, wie das passiert. Einfach weil die eine Farbe, die man schon auf dem Papier hat, trockener ist als die Farbe, die man aufträgt. So, und wenn ich jetzt irgendwie hier noch Farbe verteilen möchte, dann schwimmt die so. Und ich kriege irgendwelche Wasserflecken. Weil es hier die zweite Farbe viel nasser ist als die erste, die da aufgetragen ist. Ach, entschuldigt. Ich wollte doch nicht die Kamera drehen, ich wollte nur ein bisschen rauszoomen. So. Also, das ist das Erste. Ich erzähle erstmal, wie das passiert und dann erzähle ich den einen Trick, um das zu vermeiden. Das ist praktisch zweite Farbe viel mehr Wasser hat, einfach viel mehr Wasser als die auf dem Papier. Das andere ist, dass ihr vielleicht nass in nass arbeiten wollt, wenn es darum geht, wie es zu diesen seltsamen dunklen Rändern eurer Flächen bekommt. Ihr wollt nass in nass arbeiten oder so und macht irgendeine Stelle nass. Und dann packt ihr da Farbe rein. Und noch mehr Farbe rein. Mal sehen, ob ich es jetzt tatsächlich erzeugt bekomme. Huhu, die Farbe läuft gut. Aber es ist im Prinzip viel zu nass. Moment, ich kann auch mal kurz dazu demonstrieren. Es ist so nass, dass wenn ihr so macht, ihr so eine Nase bekommt und die Farbe tatsächlich verläuft. Huch. Und wenn die Farbe so nass ist, wenn wirklich so ein Berg an Wasser auf dem Papier steht, dann schwimmen all die Pigmente so auf diesem Berg von Wasser nach außen und trocknen alle außen an der Außenkante.
Und so entstehen dann diese Trocknungsränder, die ich hier gezeigt habe. Ich weiß nicht, ob das hier tatsächlich geklappt hat. So. Und genau deshalb ist Wasserkontrolle praktisch das Wichtigste. Ich meine, farblich ist das traumhaft, ne? Aber Wasserkontrolle ist eines der wichtigsten Dinge, die man lernen kann, beziehungsweise die man üben kann. Und dafür braucht ihr euren Mallappen. Das kann so ein unsexy alter Waschlappen oder ein Gästehandtuch, also Frotti sein in irgendeiner Form, hat nämlich den enormen Vorteil, dass sie halt nicht fusseln. Also, das Ding ist irgendwie von 78 oder so, ne? Das fusselt nicht mehr. Oder ihr könnt natürlich auch Küchenkrepp benutzen. Das heißt, ihr habt euren Mallappen in der Hand. Küchenkrepp ist natürlich auch toll, wenn man irgendwie Farbe abheben möchte. Das funktioniert mit diesem Frotti-Tuch nicht, weil ich nicht so eine schöne Kante hinbekomme. Aber das Wichtigste ist, dass du ein Maltuch in der linken Hand hast, wenn du rechts malst. Weil du dann nämlich immer, nachdem du deine Pinsel ausgespült hast oder deinen Pinsel nass gemacht hast, statt dass du den hier so tropfnass benutzt, den einmal ausstreichst. Der ist immer noch feucht, aber der ist nicht mehr tropfnass. Dann passiert nämlich nicht Folgendes. So, wir wollen einen schönen Farbverlauf machen. Wir starten hier mit schön dick Farbe. Jetzt wasche ich meinen Pinsel aus. Muss mich... Moment, bin ich im Bild damit? Ja, wasche meinen Pinsel aus. Und will einfach die Farbe hier so ein bisschen verstreichen. Aber mein Pinsel war viel zu nass, sodass das Wasser in die Farbe drängt und praktisch Pigment in die Richtung schiebt, anstatt dass der Verlauf in diese Richtung läuft. Und wenn ich dann nochmal reingehe und nochmal verstreiche, mache ich das Ganze einfach im Prinzip immer schlimmer. Ich versuche es zu verstreichen, aber in Wirklichkeit haue ich so viel Wasser rein, was hier dann gleich für so hübsche Kohlkopfflächen sorgt. Sieht total hübsch aus, aber ist natürlich nicht das, was wir bei botanischen Aquarellen, bei naturalistischen Bildern wollen. Stattdessen haben wir unseren Mallappen in der Hand. Wir fangen also an, wieder hier mit einer dunklen Kante. Waschen unseren Pinsel aus. Können den entweder am Pinsel am Rand hier so ausstreichen oder halt einfach mal so vorsichtig. Also wir wollen ihn nicht abtrocknen, dass er staubtrocken wird, sondern nur so ein bisschen abtupfen, dass er nicht tropfnass ist. Tropfnass ist und verstreichen hier an der Kante entlang. Können wieder auswaschen. Abtrocknen, an der Kante entlang streichen. Ich muss mal kurz das Wasserglas wegstellen, sonst kann ich nämlich meine Hand nicht bewegen. Moment, zu viel geredet, Wasserglas war im Weg. Also wir haben hier diese Kante. Abtropfen, trocknen, verstreichen. Wasser auswaschen, abtrocknen, verstreichen. Und ihr seht, es ist ein ganz anderer Übergang. Die Farbe läuft in diese Richtung. Statt wie hier in diese Richtung, dass wir diese Trocknungskante haben. Einfach nur, weil ihr abgetrocknet habt. Dasselbe gilt, wenn ihr eine Fläche anfeuchten wollt. Das ist im Übrigen das Wasser sehr schön phthalo-grün. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch klares Wasser hinbekomme. Statt dass ihr praktisch so tropfen, nass eine Fläche macht, dass hier Wasser so durch die Gegend tropfen würde. Das wollen wir nicht. Wir machen unseren Pinsel, waschen unseren Pinsel aus. Streichen den vorsichtig ab und er ist immer noch feucht genug, hier eine Fläche feucht zu machen. Und es ist feucht genug, dass es, wenn man es so kippt, es ein bisschen schimmert, ihr seht das. Aber es ist nicht so feucht, dass praktisch man Wasser jetzt runterlaufen würde, wenn man es zur Seite kippt. So, diese wundervolle, leicht schimmernde Fläche, in die können wir dann unsere Farbe reinlaufen lassen. Und hier vielleicht die ist orange. Ohne dass man komplett die Kontrolle verliert. Und wenn du jetzt nämlich versagen würdest, oh nein, da möchte ich irgendwie hier die Kante,
ich mache jetzt wieder Fehlerdemonstration. Hier ist so ein Loch, das möchte ich geschlossen haben. Du wäschst deinen Pinsel aus und trocknest den nicht ab, sondern gehst da einfach so an die Kante. Dann hast du wieder diesen Wuschfarbe läuft rein und macht Flecken-Effekt. Wenn das jetzt nicht scharf zu sehen ist, weil das Internet aufgibt, keine Sorge, die Aufzeichnung zeigt euch das dann. Also, das ist wirklich das Allerwichtigste, dass ihr diesen Prozess drauf habt, dass ihr das verinnerlicht. Ich wasche meinen Pinsel aus, ich gehe in meine Farbe hinein, habe hier hochkonzentrierte Farbe. Ich wasche meinen Pinsel aus, trockne den erst etwas ab, bevor ich da zum Beispiel rangehe und meine Farbe verstreiche. Wasche meinen Pinsel aus, streiche ihn ab. So. Immer schön ein bisschen abtrocknen. Das ist wirklich die automatisch, also wenn das ein Automatismus wird, auswaschen, ein bisschen abtrocknen, dann habt ihr schon enorm viel mehr Kontrolle gewonnen bzw. Frust verloren. Das ist im Übrigen auch, ich möchte das nicht werten, es ist überhaupt nicht schlecht, solche Flecken zu haben. Die machen ja auch Spaß, man kann Aquarelle ja auch frei und fluffig machen. Nur wenn wir die naturalistischen Blätter malen wollen, zum Beispiel, stört das enorm, wenn man überall diese Wasserflecken hat. Also, ich wiederhole das nur nochmal. Ausspülen, abtrocknen, aufs Bild oder in die Farbe, weil sonst, auch wenn ihr zum Beispiel hier, wenn ihr Farben mischt oder so, oder Farben aus dem Napf auf die Palette packt und dann spült, dann holt ihr noch mehr Farbe und ihr geht immer ins Wasser, um mehr Farbe anzulösen und streift euren Pinsel oder trocknet euren Pinsel zwischendurch nicht etwas ab, dann wird die Mischung immer nasser. Wisst ihr, was ich meine? Weil man immer mehr Wasser aus dem Napf hier praktisch so reinholt oder hier in die Farbe holt. Und man die Mischung, die man hier an der Stelle hat, wird immer dünnflüssiger bzw. immer heller. Einfach, weil man diesen Zwischenschritt vergessen hat, einmal den Pinsel abzustreifen. Ich habe eine Hand zu wenig, hier in der linken Hand abzustreifen. Oder du kannst natürlich auch das Wasserglas hier auf eine Küchenrolle stellen und einfach abstreichen. Das mache ich auch häufig. So. Gut. Ich drehe nochmal die Kamera. So, na, das ist zu niedrig, zu hoch. So. Also, falls die Verbindung gerade schlecht war und unterbrochen hat, ich konnte das nicht genau sehen, aber ich glaube, ich habe die Verbindung wurde unterbrochen, Nachricht bekommen. Die Aufzeichnung wird es dann nochmal klarer zeigen, die ich dann später auf den Blog stelle. Ich verlinke das hier auch in der Gruppe dann überall, die Links zu den Blogposts. Ich hoffe, was ihr mitnehmt aus dieser kleinen Demonstration ist, dass ihr euren Mallappen nicht unterschätzt und wisst, wie unglaublich wichtig das ist. Diese kleine Bewegung, auch ich musste das erst lernen, dass das praktisch ist, worauf es ankommt. Wenn du nicht möchtest, dass immer wusch dein Wasser in die Farbe rauscht und der seltsame Flecken macht und dunkle Kanten an den Seiten, auswaschen, vorsichtig abstreichen. Der Pinsel ist immer noch feucht genug. So ein Pinsel ist dafür gemacht, dass er Wasser hält. Also ich kann da immer noch Wasser rausstreichen aus diesem Pinsel. Es geht nur darum, dass der halt nicht mehr tropfnass ist, wenn du damit an die Farbe gehst. Sei denn, dass natürlich das ist der Effekt, den du erzeugen möchtest, dann mal drauf los. Aber wenn dich das frustriert, dass da immer diese Flecken sind und diese dunklen Kanten und du weißt nicht warum, dann weißt du jetzt, wie du mit diesem wunderbaren, sexy
Waschlappen von 1978, den meine Oma mir mal geschickt hat, dein Problem lösen kannst. Gut. Dann habe ich jetzt, denke ich, auch lange genug geredet. In dieser Moment, Faden verloren. Ja, es passiert auch häufiger, wenn ich male, ne? Also, die drei Dinge, die ihr heute mitnehmen sollt, waren auf jeden Fall: Talent brauchst du nicht, du brauchst nur Spaß beim Malen und dann passiert das andere schon. Das zweite ist, dass wenn du wirklich sagst, okay, nee, ich möchte nämlich nicht vom Tutorial zu Tutorial hangeln, ich möchte wirklich selber meine Blumenbilder malen, wie stelle ich das an, wie werde ich besser, wenn das dein Ziel ist, dann brauchst du irgendwie, musst du lernen, wie man ein Aquarell aufbaut, einfach die Technikgrundlagen einmal lernen und systematisch, wie man ein Aquarell Schicht um Schicht aufbaut, wirklich vom Farbenmischen über die erste Schicht, über Details, wie schaffe ich praktisch Dreidimensionalität und wie erzeuge ich kleine Details. Das kannst du gerne bei mir lernen, nämlich indem du dir einmal den Mondfreebie runterlädst, um da mal reinzuschnuppern oder halt meinen Grundlagentechnikkurs kaufst. Beides ist verlinkt in den Kommentaren und ich werde es gleich auch nochmal oben verlinken. Und das dritte, da ist das, was ich dir gerade gezeigt habe. Wenn du eine Sache mitnimmst heute, ist das dann, dass Wasserkontrolle wirklich das Beste ist, um Technikfrust und Malfrust loszuwerden. Dass es nicht du bist oder dein fehlendes Talent, es ist nur die Tatsache, dass dir niemand gesagt hat, dass du zwischendurch dein, jetzt habe ich meinen Pinsel runtergeschmissen. Nehme ich den nächsten Pinsel, deinen tropfnassen Pinsel abtrocknen musst, wenn du nicht möchtest, dass du einfach immer mehr Wasser ins Bild haust. Und beim nächsten Mal besprechen wir dann die Enthusiastin, nämlich was du machst, wenn du voller Enthusiasmus losmalst und dann aber plötzlich keine Zeit hast zu malen und praktisch vom Wagon fällst, wie heißt denn das auf Deutsch? Also wenn plötzlich dein Enthusiasmus unterbrochen wird, weil das Leben dazwischen kommt und du keine Zeit mehr hast zu malen, wie du dann damit umgehen kannst und dann zurückfindest. Das ist das, was wir beim nächsten Mal besprechen, nämlich Donnerstag wieder wie zur gewohnten Zeit um 18 Uhr. Ich freue mich. Bis dahin malt was Schönes und wir sehen uns. Ciao.